Also die Schaderstiftung ist letztes Jahr auf mich zugekommen. Ich bin halt ja, schon recht lange in der Politikwissenschaft tätig und durch das ehrenamtliche Engagement ist dann auch die Schaderstiftung auf mich aufmerksam geworden und ja, seitdem bin ich mit dabei. Ich finde, Deutschland ist ein recht altes Land, nicht nur von der Bevölkerungsstruktur her. Wir sind hinter Japan das zweitälteste Land der Welt. Es gibt sehr viel Innovationspotenzial, das oftmals nicht genutzt wird. Und ich finde, auch der letzte Bundestagswahlkampf hat deutlich gezeigt, dass Jugendthemen oder Zukunftsthemen wie Bildung, Klimawandel, überhaupt das Thema Umwelt, Digitalisierung selten oder bis gar nicht in der Politik beachtet wird. Und ich sehe da eine große Gefahr, dass diese Zukunftsthemen hinten überfallen und dann werden uns andere Länder eben in vielen Dingen überholen. Also einen Teil haben sie schon gemacht. Ich habe beim letzten Großen Konvent angemerkt, dass ich mehr Nachwuchswissenschaftler beim Großen Konvent sehen möchte. Diesen Vorschlag hat die Schaderstiftung angenommen. Wir haben einen deutlich jüngeren Großen Konvent und das sehe ich als einen Weg in die richtige Richtung, also eben diese Partizipation noch viel deutlicher auszubauen und eben jungen Menschen Möglichkeiten geben, Plattformen zu geben, ihre Meinung kundzutun.